Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jetzt alles aus Box von Telly Tales. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jetzt alles aus von Telly Tales. Es ist meines Wissens das erste Box-Release von Telly Tales. Und dieser ja bei Vertrag unter Ratos Locos, wo ja unter anderem auch Nate 57 unter Vertrag stehen. Wir haben hier eine quadratische Box, relativ hoch das Ganze. Und wir haben hier so ein Weltraumdesign, so ein Weltall. Und hier so eine Zierleiste, sieht so nach Alienschrift, so nach einem Code aus, so mysteriösen Zeichen. Fällt mir vom Design sehr gut. Das zieht sich hier komplett über die Seiten drüber. Und auf der Rückseite, das klappert schon, haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Auch hier das Weltall-Design komplett durchgezogen. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier in dieser Box vorfinden. So. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, die Instrumentals zum Album, das Album an sich, ein Feuerzeug, einen Sticker und ein Poster. Die Box von innen komplett schwarz ausgekleidet. Das Ganze mal wieder zumachen. So. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Was auf den ersten Blick gleich mal auffällt, super Jewelcase, gefällt mir sehr gut. Sieht man in letzter Zeit viel zu selten, meiner Meinung nach. Hier auf dem Cover haben wir wieder dieses Weltraumdesign und hier in der Mitte groß das Gesicht von Telly Tales. Premium Edition lesen wir hier jetzt alles aus, Ratos Locos präsentiert. Und hier sieht so ein bisschen nach, Explosion, Supernova aus. Also als würde hier gerade ein Planet bzw. die Sonne über seinem Kopf explodieren. Wahrscheinlich deswegen auch alles aus. Gut, auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 21 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von D-Flame, Gwen, Nate 57, BOZ, Oleg Sesh und nochmal Nate 57 und BOZ. Meine Favoriten von diesem Album sind, wo sind sie denn? Wie finde ich sie gerade nicht? Endlich, also das Outro, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde den Track nicht. Keine Geduld, glaube ich, heißt der. Keine Geduld mehr, Nummer 10. Also diese beiden Tracks, genau nebeneinander, Endlich und Keine Geduld mehr, sind meine Favoriten gewesen. Schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Also wir haben hier einmal das Booklet. Muss ich ehrlich sagen, bei Super Jewelcases geht das Booklet immer deutlich besser raus als bei normalen Covers. Alleine aus dem Grund Super Jewelcases bevorzugt. Dann haben wir hier, okay, das ist krass, also wir haben hier wirklich zu jedem Track die einzelnen Parts, die Strophen abgedruckt. Also pro Track eine Seite hier bedruckt. Und wir sehen schon, es gibt einiges an Lesestoff, einiges an Lyrics. Könnt ihr euch natürlich dann hier alles in Ruhe nachlesen. Wobei ich befürchte, auch hier wieder, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit bei einem Album, noch ist alles offen. Ich glaube bei Nate 57 Land in Sicht war das ähnlich. Noch ist alles offen. Das ist Track 14. Also dass man hier immer nur ausgewählte Tracks macht vom Text her, also dass man nicht alle hier abdruckt, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also hätte man alle machen sollen und nicht immer nur ein paar ausgewählte, aber ja, besser als gar keinen.
Hier noch die Infos zur ganzen Produktion und die Credits. Und hier eine Danksagung. Alles klar, hier noch die Tracks. Gut, Booklet, gehen wir wieder zurück. Die CD sieht folgendermaßen aus. Jetzt alles aus. Jawohl, darauf stehe ich. Also, ich bin ein Riesenfan von eingefärbten CDs. Schwarz, sieht übertrieben mächtig aus. Gefällt mir sehr gut. Und hier auf der Rückseite haben wir noch den Ratos Locus Codex. Könnt ihr natürlich gerne das Bild anhalten und euch das in Ruhe durchlesen. Gab es genau in der Form auch schon bei NET 57 Land in Sicht. Da war auch dieser Codex abgedruckt. Dann haben wir die Instrumentals in einer Papphülle. 21 Tracks, genauso wie auf dem Album auch. 21 bedeutet, wir haben hier keine Lückenfüller, keine Skits, sondern wirklich 21 Tracks, die dann auch 21 Beats ergeben. So. Die CD sieht folgendermaßen aus. Jetzt alles aus, in dieser goldenen Schrift. Wie gesagt, das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir einen relativ ungewöhnlichen Boxinhalt, habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Also es gab schon Zippos, aber so ein reines, normales Plastikfeuerzeug habe ich so noch nie gesehen. Telltales lesen wir hier jetzt alles aus. Und hier lesen wir nochmal Telltales Fire Baby Fire. Also Wortspiel von Fire und Fire. Und wir haben es zu tun mit einem Go-Feuer. Kann man leider schwer lesen. Go steht hier. Okay. Funktioniert. Gefällt mir gut. Dann haben wir ein Poster. Jetzt alles aus Telltales, also das, was wir auch schon vom Cover kennen. Im Hochformat. Und hier jetzt alles aus. Ebenfalls im Hochformat, allerdings nur der Schriftzug. Ohne dem Gesicht. Sehr schön. Dann haben wir einen Sticker in runder Form, relativ groß. Telltales jetzt alles aus, Ratos Locus präsentiert. Schön groß. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch dieses T-Shirt hier in weiß. Und dieses ganz klassisch in schwarz-weiß gehalten. Jetzt alles aus, lesen wir hier Telltales. Wir haben keinen Neckprint, also sehr, sehr klassisch gehalten in weiß und schwarz. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze wurde hergestellt in Haiti. Da lesen wir es, Made in Haiti. Gut, schauen wir es nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier diesen Schriftzug, Hashtag jetzt alles aus. Hier unten noch Telltales. Und das Ganze eben in dieser schwarzen Keilschrift und in dieser fetzigen Schrift auf weißem T-Shirt. Ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so mein Geschmack. Es ist auch in meinen Augen zu tief angesetzt. Also ich hätte den Schriftzug generell weiter nach oben, höher in den Brustbereich gesetzt. Aber ja, das ist natürlich Geschmackssache und ich bin mir sicher, der ein oder andere da draußen findet das genauso richtig. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dieses Feuerzeug, dieser Sticker in Kreisform, dieses doppelseitige Poster jeweils im Hochformat, die Album Instrumentals in der Papphülle, und das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box. Jetzt alles aus von Telltales. Wie immer würde mich natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. von der Box haltet. Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare damit. Und wenn ihr diese Musik feiert, falls ihr Telltales unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.